Gut, es freut mich, als Letzten in dieser Runde, der hinter die Guidelines blickt, hinter die Guidelines der Kinderheilkunde zu blicken. Es freut mich, dass wir von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde den Dr. Sommer zu uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Der Dr. Sommer ist, was ich weiß, nicht nur Kinderarzt, sondern er ist auch Notarzt und aktiver Notarzt in Niederösterreich. Und das ist ja einer von wenigen Kinderärzten, muss man ehrlicherweise sagen, die zumindest aktiv sind. Und Kinder sind deswegen auch immer das, vor dem sich jeder Notarzt in gewisser Weise fürchtet. Trotzdem müssen wir sie behandeln und es freut mich, deine Ausführungen zu hören. Gut. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und die Einladung zu den Notarzttagen. Ja, wir haben schon gehört, Kindernotfälle. Kindernotfälle sind für Notfallmedizin extrem herausfordernde Situationen. Sie sind medizinisch herausfordernd, weil ich vielleicht einfach nicht so versiert im Umgang mit Kindernotfällen bin, weil die Skills schwieriger sein können, was Atemweg betrifft, was Gefäßzugang betrifft. Sie können psychisch herausfordernd sein. Ich habe es mit einem potenziell schwer verletzten oder schwer kranken Kind zu tun, muss mich auch noch um Angehörige kümmern. Und sie können kognitiv sehr herausfordernd sein, das in erster Linie auch was Medikamentendosierungen betrifft. Ja, Behind and Beyond. Ich habe auch den Titel der Session gelesen, so wie meine Vorredner auch mal überlegt, ja, was fällt uns dazu Behind and Beyond ein? Und ich hoffe, ich habe das dann gut aufgreifen können und möchte euch sozusagen von beiden Blickpunkten ein bisschen was bringen. Grundsätzlich kann man mal festhalten, in den Pediatric Life Support Guidelines von 2021, es hat sich nicht viel getan, nichts Wesentliches getan, aber so ein paar Punkte und ein paar Neuerungen gibt es trotzdem und die möchte ich mir dann noch rauspicken. Ganz kurz, Conflict of Interest, wie schon einleitend erwähnt, ich bin hier an der Kinderheilkunde, Schwerpunkt Neonatologie tätig, zudem als Notarzt unterwegs im Bereich diverser Notfalltrainings auch aktiv. Es kommen weniger Medikamente vor im Vortrag, es kommen so ein bisschen, kommt ein bisschen was zu Merkhilfen beim Kindernotfall, ich kriege da aber keinerlei Zuwendungen von irgendwem. Es geht rein darum, euch da praktische Inputs zu geben. Ja gut, behind the guidelines, ja, schauen wir so ein bisschen in die Evidenz hinein oder einfach auch wieder, ja, es geht mir um praktische Tipps, das, womit man auf der Straße im Notfall dann was anfangen kann. Und ich habe mir gedacht, wie machen wir das am besten? Und ich möchte es anhand eines Fallbeispiels aufziehen, ja, weil jetzt sitzen wir alle ganz gemütlich im Hörsaal oder eben zu Hause oder irgendwo im Dienst vom Computer und können uns das hier gemütlich anhören, aber so ist es halt dann im Dienst nicht, sondern wir sind halt mit Einsätzen konfrontiert und so möchte ich auch mit euch jetzt einen Einsatz durchgehen. Wir sind am NEF unterwegs, die Alarmierung lautet Atemnot 4 Monate. Na gut, wenn ich das lese, auch ich als Kinderarzt bin nun mal nicht grundentspannt, wenngleich ich mir denke, naja, vielleicht sind es ein bisschen übervorsichtige Eltern, das Kind hat einmal gehustet und jetzt uns die Rettung rufen, mag vorkommen oder vielleicht hat das Kind halt wirklich was. Aber grundentspannt, glaube ich, bin ich auch nicht auf der Anfahrt und ich glaube, da haben wir alle ein bisschen Anspannung in uns. Naja, jetzt fahren wir zu diesem Kind hin und jetzt geht schon mal irgendwie das Gedankenfenster Kindernotfall auf und jetzt haben wir schon so ein bisschen das Meldebild, ja, 4 Monate, also ein Säugling mit Atemnot. Naja, was kann das sein, was kann der haben? Hat der einen Infekt oder hat der irgendwelche Grunderkrankungen? Wir wissen es noch nicht. Differentialdiagnosen, naja, und dann poppt halt auch irgendwann die Therapie auf. Naja, wir wollen diesem Kind vielleicht auch irgendwelche Medikamente geben und spätestens, wenn wir über Medikamente reden, müssen wir auch über das Körpergewicht vom Kind reden, ja. Es funktioniert halt leider nicht so, ja, Erwachsener, ganze Ampulle, Kind, halbe Ampulle, kleines Kind, Viertel und halt so Säugling, ein bisschen was aus der Ampulle. Das geht halt nicht, wir dosieren halt nach dem Körpergewicht in der Kinderheilkunde. Das heißt, das brauchen wir halt dann auch in einem Kindernotfall. Na gut, was sagen uns die Guidelines dazu? Wie kommen wir aufs Körpergewicht beim Kindernotfall? Das kennen wir, Formeln. Ich rede jetzt gar nicht lang drüber. Ja, so als Rückfallebene hat man vielleicht irgendwo so eine Formel im Kopf oder hat es aufgeschrieben. Aber eigentlich kann man es streichen aus unseren Hefteln, aus unseren Köpfen, wie auch immer, sie sind sehr ungenau. Wenn wir jetzt von einer Gewichtsrange plus minus 10% vom tatsächlichen Körpergewicht reden, wo wir uns halt irgendwie hinfinden wollen, sind wir mit diesen Formeln nur ca. 40% richtig. Das ist gar nicht so berauschend. Das heißt, wie kommen wir idealerweise aufs Körpergewicht vom Patienten? Naja, ganz banal, man fragt die Eltern, die Angehörigen. Ja, das funktioniert halt so bis zum Kleinkindalter. Die Kinder haben, werden es vielleicht auch nachvollziehen können, so Kleinkind, ja, Kindergartenalter geht das ganz gut, dann dünnt sich das Wissen auch ein bisschen aus, ja. Klischee, aber es ist so, ja, fragt eher die Mamas als die Papas, ja. Aber ich möchte jetzt hier
nicht alle über einen Kamm scheren. Was man dann aber nicht machen soll, ist, auch wenn wir professionelle Helfer sind, auch an der Kinderklinik nicht anfangen zu schätzen. Ja? Auch da weicht das dann auch bei professionellen Helfern, weichen die Schätzungen sehr vom tatsächlichen Gewicht ab. Das heißt, wenn man jetzt keine Angabe von Eltern, von Angehörigen hat, ist noch immer die verlässlichste Methode eine längenbasierte Schätzung des Körpergewichts. Wir kennen es alle, es gibt verschiedene Tools, ursprünglich ist es Brosolov Tape, jetzt gibt es schon verschiedene Anbieter, auch im deutschsprachigen Raum, ich habe dann eher was noch abgebildet drin. Das heißt, ich messe den Patienten ab, habe dann eine Farbskala auf einem Maßband und der sagt mir dann, ich bin jetzt im Bereich Rot und das Kind müsste dementsprechend so und so viel Kilogramm haben. Da kommt man noch am genauesten hin, das sind wir so in 60% der Fälle ungefähr beim richtigen Plan. So, wir fahren weiter hin zu unserem Kindernotfall und überlegen uns halt auch schon, naja, Atemnot, der braucht vielleicht Medikamente, was können wir dem geben? Und ja, bei Medikamenten, auch da schauen wir wieder, was uns die Guidelines sagen, verwendet Merkhilfen. Ganz, ganz klar, Merkhilfen beim Kindernotfall verwenden, eine Liste, eine Tabelle, eine App, ein Büchlein. Ich habe euch dann in meine Quellen, kommt ganz am Schluss, 4 Tipps von mir reingepackt, was ich als ganz vernünftige Merkhilfen ansehe, wo die Dosierungen passen. Ganz, ganz wichtig, egal was ihr verwendet, ihr habt euch selber was gemacht, ihr kauft euch ein Buch, ihr kauft euch ein Heft, ihr ladet euch eine App runter, schaut, was da drinnen steht. Sind es vernünftige Dosierungen? Will ich mit dem arbeiten? Und schaut euch vorher an, wie das Ding funktioniert. Wenn ich dann im Notfall dastehe und mir denke, diese Tabelle so, wo fange ich da jetzt an, Gewicht, Medikament, wie lese ich das, dann wird es nicht funktionieren. Wenn ich nicht weiß, wie ich das Laryngoskop in der Patientin hineinstecke, werde ich nicht intubieren können. Genauso, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Kindernotfalltabelle lese, werde ich sie nicht sicher anwenden. Und, ja, klingt banal, ist aber so, einen Taschenrechner verwenden. Kopfrechnen im Notfall, vergesst es. So, jetzt kommen wir dann zu unserem Patienten. Die Eltern machen uns die Tür auf, bringen uns zu unserem Patienten und wir sehen dieses Kind. Naja, scheiße. Warum ich? Warum bin ich hier? Warum jetzt? Und diese Scheiße denken wir uns eigentlich schon, wenn wir bei der Tür reingehen. Nichtsdestotrotz, wir können das auch ein bisschen artikulieren und dafür gibt es diese Early Assessment Tools. Was sagen uns wieder die Guidelines? Ja, es geht darum, mit Early Assessment Tools, so wie das Pediatric Assessment Triangle, ich sage gleich nochmal kurz was dazu, diese Tools machen Sinn. Es geht darum, die kritischen Patienten rasch zu erkennen, rasch rauszufiltern, eine kardiorespiratorische Dekompensation rasch zu erkennen. Das heißt, solche Early Assessment Tools, Early Warning Tools, wie das Pediatric Assessment Triangle machen Sinn. Was haben wir in diesem Triangle drinnen? Wir schauen uns den Allgemeinzustand an. Naja, bei unserem Patienten, der wirkt doch eingeschränkt. Wir schauen uns die Atmung, die Atemarbeit an. Gut, braucht man nicht drüber reden, dass der im respiratorischen Distress ist und wahrscheinlich dann das nicht mehr lang gut gehen wird. Und wir schauen uns die Haut, Hautkolorit, Hautperfusion an, ja, der ist marmoriert. Also wir haben alle drei Parameter unseres Assessment Triangles hier betroffen. Das heißt, wir sprechen von einem kritisch kranken Patienten. So, jetzt sind wir dort. Wir haben ein Monitoring drauf. Naja, jetzt müssen wir was tun. 79 Sättigung, ja, ist jetzt nicht so berauschend. Ganz klar, Vorgehen nach ABCDE, da brauche ich jetzt nicht viel sagen, das hat sich bewährt, das hat sich gerade beim kritischen Patienten bewährt. Das muss ich nicht über jeden Patienten drüber stülpen, aber beim kritischen Patienten halten wir uns einfach daran und wir können in dieser Akutphase, den ersten 10, 15 Minuten Versorgung, weder an Akutdiagnostik noch an Therapie was vergessen. Ganz kurz möchte ich nur einhaken, ja, auch bei Kindern haben wir halt einfach eine Bandbreite vom Neugeborenen bis zum jugendlichen, jungen Erwachsenen und dementsprechend einfach auch unterschiedliche Vitalparameter. Das kommt aus den Guidelines dieser Tabelle und klingt banal, aber die werden doch auch immer wieder abgedatet. Diese Vitalparameter werden, da werden große Studien herangezogen, um einfach bessere Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Lebensaltern zu treffen, damit man halt tatsächlich sagen kann, okay, das ist noch physiologisch und in diesem Bereich, da wird es pathologisch, da muss ich genauer hinschauen. Das heißt auch vielleicht die Tabelle, die man jetzt schon seit 15 Jahren nur in der Einsatzjacke in der Hose eingesteckt hat, wie auch immer, ja. Vielleicht, dass man auch die mal updatet und sich auch die Tabelle aus den neuen Guidelines mal reinnimmt, um da so ein bisschen einen Überblick zu haben, was die Vitalparameter von den Kindern betrifft. So, naja, was machen wir? Sauerstoff geben, glaube ich, ist klar. Wir geben an Sauerstoff, das ändert jetzt noch nicht sehr viel an unserer Sättigung. Das
Wie präsentiert sich der Patient? Deutlich inspiratorischer Stridor. Warum er den jetzt hat, wir wissen es noch nicht. Die Eltern aufgelöst, können uns da nichts näher dazu sagen. Und inspiratorischer Stridor bedeutet mal, naja, probieren wir, dass das oben irgendwie abschwillt. Schauen wir, dass wir die Atemwege oben irgendwie ein bisschen besser öffnen, dass er die Luft besser reinbekommt. Das heißt, es geht um eine Abschwellung der oberen Atemwege. Was nehmen wir? Wir nehmen einen Epinephrin. Das Supra kennen wir alle. In dem Fall viel hilft viel, ja, also pur oder 1:1 verdünnt mit der Nazle, jetzt hier so ein bisschen nach Gewicht adaptiert, ja. Ja, Nebenwirkung der Patient mit Tachykard, stört es uns? Nein. Ja. Das heißt, schauen, dass man das super vernebelt, dass man die oberen Atemwege irgendwie zum Abschwellen bekommt. Ändert jetzt aber auch noch nicht wirklich viel an unseren Vitalparametern. Naja, wie geht es weiter mit unserem Patienten? Entschuldigung. Jetzt wird er langsam bradypnoisch, erschöpft sich respiratorisch und jetzt sehen wir dann auch, ja, die Sättigung geht runter und der Patient wird radikat. Naja, jetzt müssen wir hingreifen. Jetzt sind wir natürlich bei der dann Beatmung, beziehungsweise jetzt geht es Richtung respiratorische Insuffizienz und da sind wir dann natürlich bei der Reanimation. Jetzt schauen wir kurz in die Richtung Reanimations-Guidelines. Wie gesagt, da hat sich wenig getan, ein paar Punkte habe ich dann doch noch für euch. Reanimation, das ist gleich geblieben. Kinderreanimation, das heißt, alles, was älter ist als ein Neugeborenes, wobei ein Neugeborenes wirklich nur unmittelbar frisch geschlüpft, das heißt, alles, was selbstständig mal den Kreißsaal oder den Sektio-OP verlassen hat, selbstständig atmend, bis hin halt zum Jugendlichen, wo man dann sagt, na gut, schaut aus wie ein Erwachsener, alles dazwischen 15:2, 15 Herzdruckmassagen, 2 Beatmungen, da natürlich wie in jedem Lebensalter ganz wichtig, hocheffiziente Thoraxkompressionen, 1/3 des Thoraxdurchmessers, 100 bis 120 pro Minute, wenig Hands-off-Zeiten. Das gilt natürlich auch für die Kinder. Wir beginnen mit unserer Reanimation. Der Patient wird apnoisch, wir ventilieren ihn, wir reanimieren ihn. Dann geht es natürlich um den Rhythmus. Naja, was erwarten wir uns in dem Fall? Wir schauen auf den Monitor. Wir haben mittlerweile kein Sättigungssignal mehr, wir haben eine ausgeprägte Bradykardie. Das heißt, auch das kennen wir, ist nichts Unbekanntes, Advanced Life Support Algorithmus, der Basic Life Support läuft, der Basic Life Support läuft suffizient. Wir bewegen uns auf die rechte Seite, wir sind beim nicht-schoppbaren Schenkel, wir haben eine Bradyarrhythmie unter 60, keine aufrechte Kreislauffunktion, keine Lebenszeichen. Das heißt, die erste Priorität neben dem Basic Life Support haben jetzt die Medikamente für uns. Ja. Wie auch der Alex schon in der ersten Session kurz gesagt hat, Zugang auch bei den Erwachsenen ein bisschen Thema und beim Kind halt umso mehr. Naja, wie kriege ich das Medikament jetzt in meinen kleinen Patienten hinein? IV-Zugang, ja, mit dem sind wir alle vertraut, den kennen wir. Bei Kindern aber halt mal einerseits vielleicht dem Habitus geschuldet, schwierig, ja, und ich sage immer, ich steche lieber ein 1500 Gramm schweres Frühgeborenes. Na wunderbar, da sehe ich alle Venen, da ist kein Speck oben, als ein 3,5 Kilo reifes Neugeborenes. Ne? Also das kann einfach aufgrund des Habitus gerade im ersten Lebensjahr wirklich extrem schwierig werden, einen peripher-venösen Zugang anzulegen. Zumal in dieser Situation, wo das Kind natürlich im kardiorespiratorischen Versagen ist. Das heißt, ich möchte ganz kurz was zum IO-Zugang sagen und vor allem zum IO-Zugang bei sehr kleinen Patienten. Jetzt haben wir einen 4 Monate alten Patienten. Funktionsorte sind bekannt, wobei auch da bei den kleinen Patienten einfachster Ort der Anlage die proximale Tibia. Über den distalen Femur sollte man sich mehr unterhalten, als es bis jetzt getan wird. Ja, es ist letztlich der größte Knochen im Körper. Ein bisschen schwieriger von der Punktionsortsuche, aber die Erfolgsraten sind nicht schlecht. Also distalen Femur mal so für sich selbst überlegen und auch als Funktionsort in Erwägung ziehen, aber meistens wird es die proximale Tibia werden. Das kann dann so auch schon bei einem, in dem Fall Neugeborenen, der 4 Monate alt ist jetzt nicht viel größer, aber was ich euch zeigen möchte, viel Platz hat man halt dann nicht. Der Alex hat vorher gesagt in seinem Vortrag, ja beim Erwachsenen, ja wir haben eine große Tibia, ob das jetzt einmal einen Zentimeter weiter oben, weiter unten ist, weiter links, weiter rechts, man bohrt hinein und der Zugang liegt in den meisten Fällen. Natürlich muss man auch da das können und muss ein paar Dinge beachten, aber hier sprechen wir halt von einem Markraum von 7 bis 12 mm jetzt in dieser Gewichtsklasse. Das heißt, da geht es ja wirklich um das genaue Aufsuchen der Punktionsstelle, wirklich vorsichtiges Bohren, keinen Druck anwenden, der Bohrer zieht sich selber hinein, diesen Widerstandsverlust, den man immer kolportiert, von dem man immer wieder spricht und auch der bei einem Erwachsenen vielleicht auch mal spürbar ist, den haben wir bei den Kindern nicht so, die Kortikalis ist nicht so dick. Ja? Das heißt, sobald man sich irgendwie denkt, ah, jetzt habe ich überhaupt keinen Widerstand mehr, dann einmal lieber aufhören. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, da
daneben zu bohren, durchzubohren, ist durchaus gegeben. Das heißt, wirklich vorsichtig bohren, genaues Aufsuchen der Punktionsstelle. Zum Verbinden, es gibt die Pflaster vom Hersteller, ich würde sie bei kleinen Kindern nicht verwenden. Ihr könnt das Bein nachher nicht mehr beurteilen. Ihr klebt euch das ganze Bein zu, man muss schauen, man muss das im Auge behalten, dass da kein Paravasat kommt. Das wäre eine Möglichkeit, das irgendwie halt zu fixieren, ja. Aber schaut, dass ihr das Bein nachher weiterhin beurteilen könnt. Ja, jetzt haben wir einen Zugang. Was machen wir mit diesem Zugang? Auch das ist nichts Neues. Wir wollen ein L-Adrenalin hineinspritzen. Die Dosierung kennen wir, sind die 10 Mikrogramm pro Kilo. Was sagen uns die Guidelines? Auch da knüpfe ich an die Erwachsenen-Guidelines an. Frühe Gabe, bessere Outcome-Daten, das heißt möglichst rascher Zugang, möglichst rasche Adrenalin-Gabe. Und zum Dosierungsintervall. Dosierungsintervall kennen wir, 3 bis 5 Minuten. Viel länger soll es nicht werden, aber vor allem viel schneller als die 3 Minuten soll es nicht werden, weil auch dann das 12-Monats-Überleben darunter leidet. Das heißt, diese 3 bis 5 Minuten Dosierungsintervalle sollte man einhalten. 10 Mikrogramm pro Kilo entspricht 0,1 Milliliter pro Kilo vom spritzfertigen Adrenalin. Volumenbolus, das hat sich geändert. Nicht mehr 20 Milliliter pro Kilo, sondern 10 Milliliter pro Kilo. Einfach aus dem Grund, man will eine Volumenüberladung vermeiden, man will öftere Re-Evaluierungen haben, heißt aber nicht, dass man diesen Volumenbolus nicht wiederholen kann und wiederholen soll. Jetzt haben wir das gemacht, der Patient hat wieder eine höhere Herzfrequenz, wir haben einen Puls, wir haben einen Auswurf, wir haben einen ROSC. Jetzt unterhalten wir uns noch abschließend ganz kurz über das Atemwegsmanagement, was sagen uns da die Guidelines? Auch das schon anfänglich bei den Erwachsenen gehört, Beutelmaskenventilation, was die Ventilation betrifft, der endotrachealen Intubation in vielen Untersuchungen nicht unterlegen. Ja, also primär, wenn das mit der Bebeutelung funktioniert, bebeutelt es das Kind. Supraglottische Atemwege, Atemwegshilfe wie die Larynxmaske durchaus erwägen. Ja. Zur endotrachealen Intubation, wir haben schon gehört, die Schwierigkeiten beim Erwachsenen, bei Kindern nochmal deutlich höhere, signifikant höhere Raten an Fehlversuchen und Fehlintubationen mit allen Komplikationen, die sich dem nachziehen. Das heißt, deutliche Nutzen-Risiko-Abwägung treffen. Klar ist und bleibt der Goldstandard der Atemwegssicherung, aber wenn es mir in dieser Erstphase und vielleicht für einen nicht allzu langen Transport um die Ventilation geht und es funktioniert mit dem Beutel oder es funktioniert mit der Larynxmaske, na wunderbar, dann mache ich das so. Wenn Intubation, im Notfall bitte gekaffte Tuben vom Neugeborenen weg, also muss und soll nichts mehr Ungekafftes sein. So, das war jetzt mal mein Teil zu Behind the Guidelines. Jetzt möchte ich noch ganz kurz abschließend zu einem Beyond kommen. Ja, ich habe mir gedacht, was ist Beyond the Guidelines? Ja, viel ist Beyond the Guidelines. Man kann nicht alles in Guidelines hineinpacken. Man kann nicht alles, alle Notfälle abbilden und vor allem die seltenen Notfälle kann man nicht abbilden. Und einen solchen möchte ich da jetzt noch kurz vorstellen und das anhand aber auch wieder eines Fallbeispiels. Wir sind wieder am NEF unterwegs und werden nachgefordert von einem Krankentransport zu einer drohenden Geburt im Gang. Also primär ist da der KTW hingeschickt worden. Die haben gesagt, na, sie brauchen jetzt bitte doch einen Notarzt, weil es mit dieser Geburt da doch irgendwie schneller geht als erwartet. Na gut, wir fahren dort der Zeitl hin, kommen in die Wohnung rein und es bietet sich uns dann dieses Bild. Kennen wir auch alle den Klingelton? Ja, klein, oder? Wie klein wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht genau. Nachher hat sich das halt dann herausgestellt. 27 plus 2, 940 Gramm. Ja, möchten wir nicht haben, oder? Ich kann jetzt hier im Rahmen dieses Vortrags nicht weiter auf die frühgeborene Versorgung in der Präklinik eingehen. Das sprengt jetzt bei weitem den Rahmen. Ich möchte euch aber mitgeben, ihr braucht für sowas ein mentales Modell. So wie wir ein mentales Modell für die Polytraumaversorgung bei Matthias brauchen, so wie wir ein mentales Modell für die Erwachsenenreanimation brauchen, für Akoniotomie oder für alle extrem seltenen Notfälle, brauchen wir auch ein mentales Modell für eine Frühgeborenenversorgung.
Das heißt, überlegt euch, was habe ich in meinem System zur Verfügung an Material? Wie schaut es mit meinem Know-how aus? Wie kann man einen so extrem seltenen, aber doch Notfall, der vorkommt, versorgen? Und ja, das kommt vor. Also ich sage mal so, alle ein, zwei Jahre kommt dann so ein Kind zu uns, ja, an die Neonatologie. Und das betrifft natürlich nicht nur Wien, das betrifft ganz Österreich. Ich habe dann auch in die Quellen was hineingepackt, die Steirer, genauer gesagt die Grazer Neonatologie hat sich vor ein paar Jahren ein bisschen Gedanken gemacht zur präklinischen Frühgeborenenversorgung, die haben das recht schön aufgearbeitet. Ich habe euch da die Arbeit verlinkt, dann da kann man sich ein bisschen Inputs zu diesem auch Beyond the Guidelines holen. Was ich jetzt schon erwähnt habe zu meinen Quellen sozusagen, hier wenn man den QR-Code einscannt, kommt sie einerseits nochmal zu den Wissenschaft zur Literatur hinter meinem Vortrag, sind im Wesentlichen die Reanimations-Guidelines und das zur Frühgeborenenversorgung. Und ich habe euch nochmal so die Tipps zu den Merkhilfen beim Kindernotfall hineingepackt. Vielen Dank. Ja, danke. Und ich kann zu diesem letzten Beispiel nur beitragen, dass mir ist auch schon einmal passiert und mein Kind war 1,5 Kilo schwer. Das hat leider nicht geschafft. Aber ich kann es nur bestätigen, ein mentales Ding sollte man haben, und wir haben für viele Sachen was Mentales. Ich hatte es damals nicht, jetzt habe ich es, was ich mache, und mein Vorteil ist, ich bin noch Kinder. Es ist aber, es hat auch nichts gekostet. Danke, wir machen jetzt, wenn es keine, gibt es Fragen von euch? Ja, toll. Nachdem doch mehrere Notärztinnen vielleicht auch hier sind, die Frage, eben Kinderanästhesist, Kindernotarzt oder Notarzt, Notarztindikation bei der drohenden Geburt. Ich glaube, wir sind uns einig, wen Abstand von 45 Minuten, da braucht man vielleicht nicht unbedingt das NEF, sondern können Richtung Krankenhaus fahren. Aber prinzipiell, wenn man sagen, das schaut vielleicht eher nach, wir bleiben zu Hause, wir bleiben in der Wohnung oder wir bleiben jetzt stehen, sofort Notarzt nachfordern oder abwarten. Erwarte dann gerne Widerspruch. Also meine persönliche Meinung ist, ja, Notarzt nachholen. Das kommt natürlich ein bisschen auf System an, Tag, Nacht, Stadt, Land, keine Frage, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, wo bin ich. Mein Ja nachfordern hat den Hintergrund, ich habe mehr Ressourcen da. Gut, man spricht bei Schwangeren de facto nicht von Patienten, aber ich rede jetzt trotzdem davon, aus einer Patientin werden zwei. Ich weiß zu dem Zeitpunkt nicht, geht es Mama und Kind nachher gut, na wunderbar, schön, dass du da warst, wir fahren jetzt in die Geburtsklinik. Hat die Mama nachher stärkere Blutung, brauche ich vielleicht eine weitere Versorgung? Hat das Kind nachher ein Problem, muss ich das Kind versorgen? Und wenn beide ein Problem haben, brauche ich sowieso die Ressourcen. Also ich sage ja. Ich sage mal auch vorsichtig ja, aber erwartet euch nicht, dass der dann kommt, euch helfen kann. Weil, so wie der Gerhard Brause gesagt hat, der Gerhard hat noch einen Turnus hinter sich gebracht, also ich habe keinen. Ich habe schon ein paar Geburten in meinem Leben gesehen im Rahmen der geburtshilflichen Anästhesie, aber wirklich helfen kann man als Notarzt nicht. Ich meine, es gibt Notärzte, die sind so wie der Johannes Kinderarzt, es gibt Notärzte, die sind Gynäkologen, die können in der Situation helfen, aber wir können als normale Notärzte auch nur eine normale Geburt entwickeln. Ne? Also wenn wir das können, dann ist es schon viel, und das ist das, was wir aus dem Medizinstudium mitgenommen haben. Aber es ist sowas zum Beispiel auch für die jungen Notärzte ein eventuelles Beispiel bei Prüfungen. Ja. Also ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe auch schon ein paar Geburten erlebt, aber da war das Kind immer vor mir da, und das ist dann recht entspannend. Weil da kann man das Kind und das Kinderanästhesist, mag ich einfach Kinder, ja, das packt man dann ein und streichelt und alle sind glücklich und die Eltern sind glücklich und man steht vielleicht sogar in der Zeitung. Mir hat ein Gynäkologe gesagt, die komplizierte Geburt außerhalb gibt es nicht, weil das Kind kommt nicht. Ich vertraue ein bisschen darauf, ein mentales Modell dafür habe ich persönlich jetzt nicht, was ich tue bei einer Schulterdiskussion. Ich habe es nicht, also ich wüsste es wirklich nicht. Ja. Nicht anziehen, ja. Dann habe ich gleich eine Frage. Zuerst, ich bin leider damals nicht in die Zeitung gekommen, und eine Frage an dich, lieber Lorenz. Ich fahre in Niederösterreich draußen, und bei uns ist es gerade aktuell so, dass sie überall diesen Neobeutel von den Autos nehmen
und es gibt nur noch diesen Kinderbeutel und es wird immer argumentiert, naja, man braucht eh nur den Kinderbeutel. Und so wollte ich ja nicht dich nur fragen, stimmt das oder ist es einfach wieder quasi irgendwas? Weil ich mir denke, davor hatte man es jetzt plötzlich nicht mehr und gerade bei so Geburten, die Kinder sind doch klein und ich denke mir, so ein Kinderbeutel bis auf 30 Kilo, dann anfangen als Sanitäter, das Kind richtig zu titriert mit Beuteln, das ist halt schon ein bisschen eine, ja, fast schon Zumutung. Damit wir kurz die Begriffe richtig stellen, Neobeutel sprechen wir so von 250 Milliliter und Kinderbeutel dann die 500er. Sehe ich das richtig? Okay. Ja, also macht für mich Sinn, man braucht die kleinen Beutel nicht. Ja. Ab 500 Milliliter, das funktioniert wunderbar. Nämlich gerade, wenn es jetzt eben um die Erstversorgung geht, wenn wir von Neugeborenen sprechen, wir haben in den Guidelines auch diese, im Neugeborenen-Algorithmus, diese verlängerten Inspirationen am Anfang drin, die fünf verlängerten Beatmungen, und das schaffe ich mit dem kleinen Beutel mit 250er gar nicht. Ich muss da eben über 3 Sekunden die Inspiration machen und da brauche ich den 500er Beutel. Jetzt sprechen wir vom reifen Neugeborenen wohlgemerkt, der brauche ich den 500er Beutel, um diese verlängerte Inspiration zu machen. Und ich kann immer mit einem größeren Beutel kleinere Patienten beatmen, aber mit einem kleineren Beutel nicht die größeren. Also ja, ist vertretbar, würde ich sagen. Und für die ausgerissenen Situationen der extremen Frühgeborenen präklinisch werde ich es auch mit dem großen Beutel schaffen. Groß. Es wäre halt ratsam, wenn du einen erwachsenen Beutel hast, nicht ganz drauf zu reinzublasen, weil dann steigt das Kind dann irgendwann auf. Was ist aus dem 4 Monate alten Kind geworden? Was hat das eigentlich gehabt? Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, das Video habe ich auch von einem Kollegen bekommen, aber es war ein Kind mit einer bekannten Laryngomalazie und das Setting war schon aus der Kinderambulanz, also war im Rahmen eines Infekts eine Verschlechterung, ja, aber das hatte eine bekannte Atemwegsfehlbildung, Atemwegseinengung mit Verschlechterung im Rahmen des Infekts. Ich habe es jetzt nur für das Fallbeispiel so aufgegriffen, aber gut ausgegangen. Ja. Wächst sich aus, wie man so schön sagt. Kind wird größer, Atemweg wird auch größer.